Bist du eigentlich aufgeregt? Ich bin nicht aufgeregt, du gibst mir nur zu viele professionelle Aufgaben. Wo sind wir jetzt im Hoyos? Wir sind hier in Chorma. Chorma. Chorma, gut. Ja, Sprachforschung. Ja, jetzt ist und gut hier. Geht hier die Party? Nein, noch nicht, weil es schifft. Aber auch nur dezent. Leicht dreckig ist das Moped schon, aber das habe ich auch schon so mitgebracht. Ich hoffe, es wird heute sauer beim Party. Das sieht aus wie ein Lilliputaner, der gerade filmt. Ohne Scheiß. Was ist denn? Ich mache das hier zum ersten Mal. Was machst du eigentlich hier für eine Scheiße heute? Ich zieh mich gerade an. Und dann? Weil ich in 10 Minuten meinen ersten Lauf habe. Und wird das was heute oder eher nicht so? Es sind glaube ich nur 3 Starter da. Aber ich will noch mal meine Jacke zeigen. Guck mal hier. Echt schick. Danke nochmal an meinen Papa, der die mir gemacht hat. Hab dich lieb. Olli ist schon ganz aufgeregt, weil es gleich losgeht. Nicht? Soll ich was sagen? Wirklich nur 3 Starter. Ja, naja, du hast schon klasse. Gelogen, oder? Also wir gehen heute Top 3 raus. Top 3. Auf jeden Fall. Ich brauche auch nicht mitfahren. Nee. Und du wirst doch auf jeden Fall aufs Treppchen kommen. Ja. Also Pokal ist in der Tasche. Genau, Pokal ist in der Tasche. Soll ich mal was Schönes singen? Mach mal, Olister, komm, sing mal was für uns heute. Bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem dosen wir saufen. Thank you.
Zweites Rennen, also erstes Rennen nach dem Training, komplett lustigere. Dreck können wir jetzt erstmal schön sauber machen. Und Olli, wie war's? Ja, Olli, immer schön sprühen. Da wird das auch was. Damit nicht sparsam sein. Genau. Erstmal das halbe Moment hier auseinandernehmen. Bei bestem Wetter hier. Und ist der bastelt schön. Ich bastle gerne. Vor allem und viel. Mitten im Dreck. Ja. Nach dem Rennen, geil, noch keine Erholung gehabt. So, jetzt hängt der Schwimmerschuh. So, jetzt machen wir das wieder rein. Technik, Tricks und alles noch. Wenn man da die Folge hat. So. Gib mir mal ein Taschenbuch. Warte. Wollen wir gleich nochmal ein Resümee vom ersten Lauf machen? Ja. Erster Lauf, Start gut. Also wir fahren ja mit den 125ern und den Pitbikes und was weiß ich nicht alles für Leuten. Start quasi in meiner Klasse erster, dann nach einer halben Runde oder so, hat dann auf einmal mein Moped gebuckert, sag ich mal, hat untertürlich gesehen, kein Gas mehr angenommen. Da dachte ich schon, oh, das hört sich nicht so gut an. Hat sich aber dann wieder gefangen. Ich vermute mal, also wir haben jetzt drei Schrauben am Ende gefehlt von der Schwimmerwanne. Ich vermute mal, dass der gute Dreck, der hier auf der Strecke rumliegt, die Schwimmerwanne irgendwie gehalten hat und nicht so dolle zum Vibrieren gebracht hat, weil sonst hätte ich aber nicht weit fahren können. Ja, bin dann halt weitergefahren, immer die ganze Zeit als. Also würdest du jetzt so dein Rennen als gut bewerten? Ja, ich bin dann die ganze Zeit als Zweiter gefahren. Wir haben dann irgendwann halt relativ großen Abstand zu den hinter uns rausgefahren und bin dann eine Runde vor Schluss. Er hatte einen Überrundeten vor sich und ich bin dann halt außen vorbei. Er hatte Bete gleich. Somit habe ich dann den ersten Lauf gewonnen. Aber ja, wie man sieht, muss ich jetzt erstmal ein bisschen schlossen an der ganzen Sache. Ein bisschen. Aber wir kriegen das hin. Und Helmkamera-Videos, hoffe ich, sind auch was geworden. Und ja, dann sind wir zum zweiten Lauf. Sehen uns. So, Moped wieder fertig. Vergaser ist drin. Läuft wieder. Marius kommt gar nicht zurecht mit seinen Schuhen. Hat den falschen Reifen heute mitgenommen und hat meine Arbeitsschuhe gekriegt. Ich bin auch total überfordert. Übelst überfordert. Da sollte der vorne eh mal Dreck abmachen und hat erstmal was gegessen. Ja, auf den Schock. Der läuft hier rum wie so ein richtiges Freundkind. Nee, wie so ein richtiger Bauer. Ein Bauer, ein Schmiedehaus, ne? Ja, zweiten Lauf wird besser. Und wir machen heute mit bei. Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem. Duschbier saufen. Alles klar.
Olli, wie ist es heute gelaufen? Wie? Der Brotzer. Ja, es gibt jetzt Bags. Für Klimaaktivisten. Nee, also zweiter Lauf, guter Start. Erster gewesen in der Simson-Klasse. Sind nur drei mitgefahren. Eine Runde lang geführt, dann durch die ganzen langsameren Fahrer, die einen besseren Start hatten, aufgehalten worden. Da ist halt der andere zweitplatziert, der Christian, Grüße gehen an dich raus, beigezogen. Ja, und dann halt versucht dran zu bleiben, war schwierig, da er halt auf dem Geraden immer weggezogen ist. Aber was willst du machen? Und ja, letzten Endes dann durch die ganzen Überrundeten auch, war halt auch nicht so, war die Lücke relativ groß. Könnte ich zuvor. Sollten wir das Statement vielleicht in Englisch machen? Du könntest auch mal in Englisch probieren. It was really, really good. The race was beautiful. It was a little bit muddy, windy and cloudy. Wahnsinn. Was sagst du zum Verlust des Zeltes? Ja, unser Zelt ist weggeflogen, kaputt gegangen. Ja, jetzt habe ich kein 24-Wegs-Zelt mehr. Ist aber nicht so schlimm, weil es gibt ja Bier. Müssen wir halt mal ein neues kaufen. Somit war es jetzt im zweiten Lauf halt nur Platz 2. Gesamt damit Platz 2, was schon wieder scheiße ist. Und ja, ich werde mich jetzt in der Ecke verkriechen und lange weinen. Und ich hoffe, dass es bei Marius noch Armbrot gibt. Darf ich mir Wunschessen machen? Ja. Gut, dann wünsche ich mir nachher noch schönes Essen. Pokal kriege ich auch nicht, weil ich jetzt heben muss. Und der Onkel Geburtstag hat, ist alles scheiße. Galettenfeder weggeflogen. Ja. Aber wir kriegen das schön euch hin. Aber ich denke mal, Hauptsache wir machen mit, weil wir machen mit bei der Weltrettung. Das schneidet sich dann raus. Der Rettung der Erde. Ist egal jetzt. Ja, obwohl ich noch gar nicht fertig bin. Ja, na was soll ich denn jetzt machen? 10 Minuten kommen. Ja, naja, los, weiter. Auf jeden Fall, Platz 2, Pokal wird mir nachgeliefert von der fetten Frau. Von der fetten Frau? Auch nicht. Korpulent. Von der netten Frau. Von der netten Frau, ja. Von der sag's doch gleich. Und da bauen wir jetzt hier schön unseren restliches Scheißzeug ab. Ja, viel haben wir ja auch nicht mehr. Nee, viel haben wir nicht mehr, weil das Zelt ist ja fort. Da fahre ich heim, dusche mich und dann geht's zum Geburtstag. War ein schönes Rennen hier. Danke nochmal an Marius, weil er mitgekommen ist. Florian Götze hat es leider nicht geschafft, aus beruflichen Gründen. War lange auch nicht. Aber danke an Marius Thielemann und mein Joker Florian Dorfel. Und ja, vielleicht fahren wir nächstes Jahr nochmal hier hin, wenn es nächstes Jahr nochmal gibt. War alles ein bisschen chaotisch hier, aber wir kriegen das schon hin. Gut, in dem Sinne, guten Kick an alle. Und wir sehen uns dann spätestens zum Weihnachtsspecial. So, dann, da sehe ich hier oben, dass es aufnimmt, gell? Genau. Und dann drücke ich einfach nur da wieder drauf, gell? So ranzoomen, gell? Naja. Jetzt hätte ich nicht schon sowas mal in der Hand gehabt. Nice. So.